Dann haben wir einen Teilnehmer gefunden im MOOC und den eingeladen, hier so ein bisschen mit mir mal über diese Lernform zu diskutieren, weil ich weiß, dass er schon an einigen MOOCs teilgenommen hat. Das ist der Volkmar Lange, aber den suchen wir jetzt gerade auch noch in den Teilnehmer. Ich gucke jetzt gerade mal. Nein, er ist noch nicht da. Ich hoffe, er Jochen, kommt denkst jetzt. du noch an die Ja. Aufzeichnung? Ach ja, genau. Dann Okay, ja, danke das schön. war meine Aufgabe heute. Und dann bist du weg. Genau, also wir zeichnen wieder auf, das so als protokollarischer Hinweis. Also von der Idee her, ich erzähle so ein bisschen, was in der ersten Woche passiert ist, so ein paar Daten und Fakten, die ich mir aufgeschrieben habe. Dann soll es so ein kleines Gespräch geben mit dem Volkmar Lange über das Format MOOC, über seine MOOC-Erfahrungen. Und ich denke, da können wir auch die ein oder andere Frage gut unterbringen, die jetzt vielleicht bei euch so aufgeschlagen ist und die noch im Raum steht. Und dann hoffe ich, dass wir die Laura Cézanne von Märkte haben, dass die kurz Hallo sagt und zwei, drei Sätze zur Merkwoche sagt, die am Montag beginnt. Also das ist so ein bisschen der Plan. Ansonsten den Chatbereich kennt ihr bereits. Also schreibt dort bitte dort Fragen rein, wenn die auftauchen oder jetzt zu dem passen, was ich erzähle. Ich fange mal kurz an. Wir sind also Stand heute ungefähr 950 Teilnehmer. Oh, jetzt höre ich gerade eine. Joachim, vielleicht kannst du mal gucken. Die Laura Cézanne kommt gerade nicht hier rein in das Skype. Also die Nachricht hast du vielleicht auch bekommen. Also kurz zurück zum Protokoll. Wir sind ungefähr 950 Teilnehmer. Wir hatten am Montag, da werden viele von euch dabei gewesen sein, eine erste Session. Da waren so ungefähr 170 Teilnehmer. Dann ging es am Montagabend schon weiter mit der ersten Working Out Loud Session. Da war ich jetzt nicht dabei, weiß aber, dass es da so 200 Aufrufe der Session gab. Und dann haben wir am Dienstag weitergemacht mit einer Twitter-Session, weil Twitter ist ja so ein bisschen das Medium, das wir mal so etwas in den Vordergrund gestellt haben, weil wir über Twitter, über den Hashtag und über die Möglichkeit, kleine Nachrichten dort zu posten, ja vieles so um den Kurs und um den Kurs herum ein bisschen steuern wollen. Also ich denke, hat ganz gut funktioniert. Da haben sich auch schon viele weitere Aktivitäten herumgebildet. Die Aufzeichnungen stehen alle über die Kursseite zur Verfügung. Also wer das verpasst hat, das ist in der Regel kein Problem. Einfach nochmal reingehen auf die Seite und die entsprechenden Dinge aufrufen. Dann gab es heute Vormittag auch wieder eine ganze Reihe von Zusammenfassungen und Dingen. Also das läuft immer so ein bisschen weiter und ich bin jetzt auch gar nicht so ganz sicher, ob ich auf dem allerletzten Stand bin. Sollte aber auch kein Problem sein. Es gab zum Beispiel von der Monika Schlatter, Stichwort Twitter, so eine kleine Zusammenfassung, die in meinem Postkorb gelandet ist. Also sie hat ganz schön mal so einige kleine Tweets zusammengefasst, die in der ersten Woche so hin und her flogen. Ich denke, das ist auch noch mal ganz schön, um sich schnell so einen kleinen Überblick zu verschaffen. Was ist drumherum noch wichtig? Also das Thema Lerngruppen, ich denke, ist auch noch ein ganz spannendes. Also wer über die Auftaktwoche den Link anklickt in Richtung Etherpad, da ist so ein kleines Tool aufgemacht zum kollaborativen Schreiben, wo man sich eintragen kann, also wo man vermerken kann, wenn man eine Lerngruppe sucht. So in der Region, in dem Gebiet, in der Stadt, in der man aktiv ist oder sich mit jemandem austauschen möchte. Oder wenn man eine Lerngruppe anbietet, vielleicht schon eine gebildet hat, dann wäre das vielleicht auch eine Stelle, um zu sagen, okay, wir treffen uns sowieso schon. Das ist dann so ein bisschen eurer Eigenregie auch überlassen. Das ist jetzt nicht das engere Spielfeld dieses MOOCs, aber natürlich eine tolle Gelegenheit, gerade wenn man mal die Teilnehmerliste so durchgeht, wenn man mal andere gefunden hat, identifiziert hat, die so im gleichen Bereich sind, zu sagen, okay, es macht vielleicht Sinn, sich mal einmal in der Woche, alle 2 Wochen zu treffen, auszutauschen, ein Medium zu definieren, das sich gerade anbietet, und sich vielleicht auch zu einem Unterthema aus dem MOOC heraus oder im MOOC-Umfeld nochmal kurz zu schließen. Also da gibt es schon einige Angebote, also mindestens 19 Teilnehmer, die Lerngruppen suchen. Ich habe auch 13 konkrete Lerngruppen schon aufgelistet gesehen. Und dann noch einiges natürlich um Working Out Loud herum. Das hat ja auch sehr großen Anklang gefunden, als wir das am Montag so ein bisschen vorgestellt haben, als der Harald Schirmer auch erzählt hat, dass er da mit dem Simon Dückert und dem Karl-Heinz Pape so einen öffentlichen Working Out Loud Circle starten wollen. Also da haben ganz viele die Hand gehoben und das wäre so der Ort, um das vielleicht nochmal zu konkretisieren und zu schauen, ob man da Mitstreiter findet.
Das ist noch ein wichtiger Punkt. Der andere wichtige Punkt ist ein bisschen Lerninfrastruktur. Also ich wäre so gerne auf die Lernziele noch ein bisschen eingegangen, die viele von euch schon reingeschrieben haben. Aber da haben wir auch gleich so ein bisschen das erste Problem, an dem wir an diesem Wochenende noch arbeiten werden. Wie ihr sicher gemerkt habt, sind uns die Kommentare zum Teil verloren gegangen. Und zwar irgendwo in dem Austausch zwischen der Blogging-Plattform und Discuss, dem Diskussionsforum, das wir dort integriert haben. Also da ganz großes Sorry. Die sind nicht weg. Also wir können sie auf Discuss noch lesen, aber wir müssen sie einfach nochmal neu integrieren mit WordPress, damit die wieder vollständig zur Verfügung stehen. Das ist auch das Thema Infrastruktur. Da gab es eine ganze Reihe Anmerkungen darüber. Wir sind da so ein bisschen in Anführungszeichen normalen Wahnsinn drin, dass wir uns halt nicht auf einer Plattform mit zwei Ansichten bewegen, sondern sagen, wir wollen gerne das Netz nutzen und auch ein bisschen die Möglichkeiten und die Infrastruktur, die das Netz bietet. Und dann gibt es immer so ein bisschen die einen sagen, ah, ich hätte gerne etwas mehr Struktur, etwas mehr Orientierung, ich brauche nur eine Seite, auf der alles zusammenfließt. Und dann gibt es viele andere, die sagen, nee, aber ich bin sowieso schon auf der Plattform zu Hause oder das Diskussionsforum dort oder da ist mir nicht komfortabel genug. Also die möchten dann gerne mehr die Möglichkeiten der Vernetzung suchen. Wir versuchen da so ein bisschen einen Spagat. Aber auch an der Stelle nochmal die Botschaft, wenn ihr auf die Startseite, die Kursseite geht, der zweite Link, der erste oder zweite Link führt immer zur jeweiligen Kurswoche. Und das ist eigentlich so unser Standbein. Alles andere ist Kür. Also bitte dort probiert aus. Fangt nicht an, jedem Link zu folgen, weil das schafft kein Mensch. Also ich habe es jetzt auch noch mal so ein bisschen versucht, in Anführungszeichen, weil ich natürlich hier so erzählen wollte, was in dieser Woche schon passiert ist und war auf vielen, aber ich war auch auf vielen Plattformen nicht. Also von daher probiert aus, was für euch, für euren Lernprozess funktioniert, was passt, bleibt aber so ein bisschen bei dem Standbein, bei der Kurswoche und guckt. Also ich denke, dort werden viele Aufgaben und Aktivitäten schon losgetreten, die dann automatisch zu einer bestimmten Plattform führen. Aber versucht bitte um Gottes Willen nicht jedem Link zu folgen, weil da haben schon einige zurückgemeldet. Das führt ganz, ganz schnell zum Information Overload, zu Fragezeichen, wo bin ich eigentlich und wie komme ich jetzt noch hier in den Kurs rein? Also das wäre nicht Sinn und Zweck der Übung. Aber schon so ein bisschen die Vernetzung zu unterstützen und vieles auszuprobieren. Aber wie gesagt, dann streicht auch die Sachen, von denen ihr merkt, die passen nicht zu euch, die passen nicht zum Thema. Seid da flexibel, offen und nutzt die Möglichkeiten. Wenn es Fragen gibt, dann stellt die bitte einfach, ne? Also wenn ihr sagt, das funktioniert so nicht oder ich finde etwas nicht, da versuchen wir auch noch, soweit es möglich ist, nachzubessern. Und haben uns auch gerade diese erste Woche nochmal genommen, um zu schauen, wo gibt es noch ganz große Baustellen neben der einen mit den Kommentaren, die ich gerade genannt habe. Also wo können wir da noch, wo müssen wir da noch ein bisschen nachbessern? Aber Ziel sollte es schon sein, dass die Informationen zur jeweiligen Kurswoche auf der ersten Seite mit einem Link ersichtlich sind und dann verzweigt man mit Klick auf die Merkwoche, auf die Woche von Fissmann und so weiter. Okay, das zum Thema Infrastruktur, zum Thema Helfer. Wir haben auch so einen Link auf der Auftaktwoche angelegt, der führt zu einem zweiten Dokument, wo wir so ein paar kleine Jobs und Aufgaben aufgelistet haben. Das ist so eine sehr offene Liste, auf der draufsteht, wie man den Kurs in welcher Form unterstützen kann, wenn man sich da ein bisschen engagieren möchte, wenn man etwas Zeit oder Ressourcen hat. Einfach mal draufschauen. Ich glaube, das heißt auch Stellenmarkt in der Auftaktwoche und schauen, ob da vielleicht irgendetwas passt, ob da irgendetwas vielleicht mit einem Lernziel, das man sich ohnehin gesetzt hat, zusammenfällt. Also da gibt es noch viele Möglichkeiten. Ansonsten, ich gucke immer mal so auf das Chat, ob da Fragen auftauchen. Bitte nutzt hier die Gelegenheit. Also das wäre jetzt heute auch so die Möglichkeit, nochmal Fragen an der Stelle auch loszuwerden oder Dinge auch kurz anzusprechen, zu diskutieren. Ansonsten gucke ich jetzt mal in die Runde, ob der Volkmar Langer schon da ist. Ja, Volkmar, ich sehe ihn. Können wir ihn zum Referenten machen? Gucke jetzt nochmal, Martina, kannst du da nochmal kurz, dass wir ihn da upgraden können? Okay, dann gucke ich mal selbst, folgt mal.
Oder Joachim, bist du vielleicht noch da, dass du da kurz helfen könnt, Jochen, vielleicht geht es auch so und du hörst mich schon. Ah, ich höre dich schon, genau. Ich sehe dich sogar auch schon. Ja, das ist ja wunderbar. Ah, Alles bestens. was hast du getan? Entschuldige bitte, dass ich zu spät Nein, komme. nein. Hauptsache, du bist da und wir haben dich hier live gekriegt, weil ich habe jetzt nämlich noch ganz auch so ein bisschen hier Work in Progress gesucht, wie ich dich da jetzt von einem Teilnehmer zum Referenten machen kann, aber Gar ist nicht ja auch nötig. gar Alles gut nicht nötig. so. Alles gut so. Ja, dann herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu gehetzt. Nein, ich habe mal auf das Buffet verzichtet, aber Oh, freue mich jetzt hier gerne dabei zu sein. ja. Ich hätte sonst gefragt, gab es Staus um Hameln? Aber das kann man sich ja kaum vorstellen, oder? Nee, das ist auch eher nicht der Fall. Okay, also ich würde dich noch mal kurz, ich habe es eben schon so ein bisschen eingeleitet, ich würde dich noch mal kurz ein. Wir haben uns kennengelernt vor 5, 6 Jahren, überlege ich gerade auch im Rahmen eines Stimmt. MOOCs. 2012, da bin ich ganz sicher, dass wir mal an einem Tisch saßen im Rahmen des OBCO 12, vielleicht sogar schon vorher online. Ja, das stimmt. So um Ich die meine Ecke. 2011, genau, ja. Ja, genau. Vielleicht magst du kurz, also erstmal herzlichen Dank, dass du so spontan zugesagt hast, hier in die Session reinzukommen und ein bisschen was von deinen MOOC-Erfahrungen zu erzählen. Wir haben dich erst Mittwoch angefragt, als wir dich entdeckt haben in dem Twitter-Strom und dachten, ah, der Volkmar Langer ist da, der ist doch ein wunderbarer Kandidat, um ihn mal, wenn er Zeit hat, anzufragen. Jetzt hast du Zeit und vielleicht magst du 2, 3 Worte zu erzählen, wer du bist, wo du gerade bist, was du tust, damit wir dich so ein bisschen einordnen können. Ja, Jochen, also erstmal hallo alle zusammen. Mein Name ist Volkmar Langer. Ich bin Berater für digiloges Lernen und Arbeiten. Das heißt, ich begleite und berate Unternehmen und Organisationen und auch Bildungseinrichtungen bei der Entwicklung innovativer Szenarien fürs Lernen und fürs Arbeiten. Und um so ein bisschen zu meinem Hintergrund zu sagen, ich war über 20 Jahre in dem privaten Bildungsbereich, im Hochschulbereich tätig, zuletzt als Gründungspräsident der Hochschule Weserbergland. Bin von der Ausbildung her Physiker und damit immer neugierig. Und insofern freut es mich auch jetzt wieder einiges dazu zu lernen, auch schon wieder neue Kontakte zu knüpfen. Und ja, wie du vorhin schon erwähnt hast, zurzeit in Hameln. Genau, das merkt man sich sofort, wenn man Hameln liest. Ja, der Rattenfänger. Genau. Volkmar, deine bisherigen MOOC-Erfahrungen, also in 1,5 MOOCs habe ich dich am Rande mitbekommen oder richtig mitbekommen, aber was hast du so in den letzten Jahren aufschnappen können? Ja, also ich hatte vielleicht ein Erlebnis, was andere jetzt auch haben. Und das war 2008, als damals George Siemens und Stephen Downes dieses Modell des Konnektivismus mal auszuprobieren in einem praktischen MOOC. Und da habe ich nur gedacht, was ist das für ein Chaos? Wie kann das funktionieren? Und ein richtiger Konvinzer. Also etwas, was mich überzeugt hat, war dann tatsächlich der OBCO 2011, den ihr also aus Frankfurt maßgeblich mit Claudia Bremer dort organisiert habt, unter dem Thema damals Zukunft des Lernens. Und ab da war für mich auch der Konnektivismus viel greifbarer und hat mich fasziniert und seitdem auch nicht mehr losgelassen. Ich habe dann auch den OBCO 12 mitgemacht und den CoR 13 und diverse andere immer als Teilnehmer und Teilgeber. Und parallel, und das finde ich so das Faszinierende an diesen C-MOOCs, auch das eine oder andere Barcamp. Und für mich ist so ein C-MOOC, sowas, was ihr jetzt gerade hier macht, praktisch die digitale Variante eines Barcamps. Okay, ja, eine sehr schöne Beschreibung, finde ich. Hast du denn mal an einem, wenn wir die Begriffe schon haben, an einem X-MOOC teilgenommen, also an einem klassischen MOOC, der so in Richtung Vorlesung geht, oder? Ja, habe ich auch zu meinem Fachgebiet, vernetzte Okay. IT-Systeme. Ich bin ja Professor für vernetzte IT-Systeme und habe da auch mal natürlich bei den Kollegen reingeschaut, wie machen die das. Ich selber habe ja in meinen Veranstaltungen in der Hochschule
das Modell des Flipped Classroom verwendet. Also das heißt im Grunde genommen meine Veranstaltung einmal auf kleine Videonuggets gebracht, um dann mit den Studierenden wirklich während der Präsenz auch ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren und die Sachen anzuwenden. Und insofern ist es dann immer schön, und das Ganze hat mal angefangen, als ich glaube 2010 das MIT die ganzen Vorlesungen öffentlich gemacht hat. Da war das noch nicht, der Begriff MOOC war noch gar nicht so geprägt, aber da an der Stelle habe ich mich schon auch daran orientiert, was die Kollegen da in Amerika machen. Und jetzt gibt es das ja im Grunde genommen reichlich an jeder Stelle, diese X-MOOCs. Ja, genau. Vielleicht müssen wir hier für die, die es nicht so, diese Unterscheidung nicht so kennen, kurz erklären noch. Also X-MOOCs sind die Kurse, die im Kern aus Informatik, also ein Curriculum vermitteln, ne? Also Ja, genau. Videotutorials so als Kern haben, Ja, genau. vielleicht noch Aufgaben und Tests drumherum, aber im Kern geht es darum, dass man einen bestimmten Stoff erklärt als Experte. Ja, Und und dann hat auch der, ne? genau, das ist auch weniger Genau. dezentral als vielmehr zentralisiert auf einer Plattform, nicht? Genau. Und dann haben wir so das andere Spektrum oder die andere Seite des Spektrums, das sind dann die C-MOOCs, wie unserer, wo wir nicht anfangen, jetzt die Videotutorials zu produzieren, sondern sagen, wir haben Themen, wir haben Aufgaben und wollen uns gerne über diese Themen austauschen und verweisen vielleicht im Hintergrund noch oder zur Vorbereitung auf Materialien, aber entwickeln die jetzt nicht wochenlang dafür. Ne? Und da haben wir noch viele Modelle dazwischen, aber das wäre nochmal eine Ja, genau, eigene eigenes Session Thema. am Ende des MOOCs. Volkner, was hat dich getrieben hier zum Corporate Learning 2025? Ja, natürlich, das Format und auch das Thema begeistert mich. Und insofern, das Besondere ist ja immer wieder dieser hohe Grad der Vernetzung, der eben viele unterschiedliche Sichtweisen zulässt. Und das erweitert meinen eigenen Horizont. Und insofern, ja, keine Frage, das ist also wirklich das Thema. Und ich finde auch toll, wie ihr das vorbereitet habt. Ich weiß, dass da eine Menge Arbeit drinsteckt im Vorfeld schon. Und natürlich ist es jetzt vielleicht für den einen oder anderen Teilnehmer so, als wenn es schon eine große Herausforderung wird. Aber ich weiß auch, wie gesagt, eine Menge Vorbereitung da drin. Und diese Themen sind Themen, die ja gerade auch in anderen Feldern, ich nenne nur mal das Thema Industrie 4.0, einfach zurzeit eine Riesenrolle spielen. Und insofern, ja, das ist ein super Thema für die Zeit. Ja, jetzt weiß ich, dass du auch in das Lernzielfeld was eingetragen hast. Magst du noch mal kurz erzählen, was du da reingeschrieben hast? Ich habe es nicht mehr präsent, aber du hast, glaube ich, was dir selbst als Ziel gesetzt, ne? Ja, und das kann ich auch nur empfehlen. Wenn man das nicht macht, kann man sich zumindest als Ziel setzen, mal Zaungast zu sein. Das ist auch wunderbar. Ich habe mir, sagen wir mal, eine mehr analoge Komponente ausgesucht. Also digital, ne, ist eben das eine, die Tools und das, was hier sich so abspielt. Für mich ist aber das wichtigste Lernziel, mal zu erfahren, insbesondere auch von den Impulsgebern, wie man also Menschen in Unternehmen davon begeistern kann, ja, dieses offene Lern- und Arbeitsfeld selber mit aktiv zu betreiben. Und ihr habt ja da größtenteils wunderbare, recht große Unternehmen gefunden und ich würde ganz gerne in meiner Lerngruppe den Fokus auch mal auf KMU, also auf kleine mittelständische Unternehmen setzen. Das heißt also mal zu schauen, welche dieser Konzepte, die in den Impulsen vorgestellt werden, können wir auch übertragen auf kleine und mittelständische Unternehmen. Also mir geht es mehr um die Verbindung zum Menschen hin. Die Technik ist das eine, die beherrsche ich, glaube ich, ganz gut. Aber wie können wir noch mehr Menschen davon begeistern, sie auch für sich wertschöpfend einzusetzen, also wirklich dieses Teilen bringt Mehrwert auch aktiv zu betreiben. Ja. Jetzt lass uns trotzdem noch mal zwei, drei Sätze zur Technik Ja. verwenden. Wir haben es ja vorhin schon so angesprochen, also man kommt auf die Seite und findet ganz, ganz viele Links und dann gibt es noch den Hinweis auf den YouTube-Kanal und es gibt so einen Podcast dazu und jetzt haben wir die Etherpads, wo die Lerngruppen stehen und wo ein Stellenmarkt eröffnet ist. Also wie orientierst du dich in solchen Angeboten jetzt und generell? Also jetzt kann ich ja empfehlen, die Webseite und das, was wir tatsächlich von euch an E-Mails bekommen, verschaffen ja schon mal einen gewissen Rahmen, einen gewissen Überblick. Und dann halte ich es so, dass ich die Technik für mich arbeiten lasse. Also wenn es sozusagen
sozusagen um das Orientieren und Finden geht, dann habe ich letztlich ein paar Google Alerts gesetzt und verwende auch diesen Talkwalker Alert, um mich einfach zu diesem Thema unter diesem Tag CL 2025 zu orientieren. Da bekomme ich einmal am Tag jeweils eine Mail, wo dann drin steht, aha, wer hat was unter diesem Thema gepostet. Das ist so dieses Feld Finden und Orientieren. Dann das Ordnen ist für mich insofern eine Sache, die ich schon lange betreibe. Ich verwende beispielsweise Feedly, um zu aggregieren. Wenn ich also bestimmte Impulsgeber und Blogs finde, wo ich sage, die sind interessant für mich, auch jetzt während des MOOCs, dann nehme ich die in mein Feedly auf, habe dafür eine eigene Sammlung angelegt und werde dann da auch immer schnell reingucken. Das kann man auch mit Flipboard oder mit anderen machen. Ich mache es, wie gesagt, mit Feedly. Wenn ich irgendwie neue Tools entdecke und die jetzt natürlich nicht während der Zeit immer sofort ausprobieren kann, dann verwende ich ein Bookmark-Tool, das ist dieses Digo, was ich da nehme. Und beitragen möchte ich auch jetzt zu diesem MOOC wieder über meinen Blog mit dem einen oder anderen Impulsbeitrag und natürlich auch, indem ich das eine oder andere kommentiere. Und was das Thema des Teilen und Vernetzens angeht, denke ich, ist tatsächlich Twitter das Tool der Dinge, jetzt in diesem Zusammenhang und in dieser Community. Natürlich poste ich die Sachen auch woanders, aber ich sage mal, mein Schwerpunkt liegt tatsächlich auf Twitter und ich kann ja nur empfehlen, sich einfach irgendeinen Schwerpunkt zu nehmen von diesen ganzen Tool-Angeboten, die man da hat, das ist ja ein riesen Potpourri, und sich darauf zu konzentrieren, sonst verliert man sich halt ganz schnell in dieser CMOOC-Welt. Ja, also du hast so ein paar Tools genannt, wir gucken mal, dass wir die im Nachgang vielleicht noch irgendwo mal auflisten, weil ich weiß, also Feedly ist ein Tool, um RSS-Feeds, also man Blogs abonnieren will, zu aggregieren, also dass ja, man genau. das einem erleichtert, nicht immer auf die Seiten zu gehen und zu schauen, ja. hat der jetzt was Neues geschrieben, sondern das führt das alles so ein bisschen zusammen. Kann man in der Regel, also wenn es nicht Feedly ist, sogar heute unter vielen E-Mail-Clients schon integrieren, ja, also dass man genau. das wie die E-Mails ja. angezeigt bekommt, wenn Volkmar ja. Langer irgendwo was geschrieben hat. Digo ist ein Social Bookmarking Tool, wo man also ja. Webseiten, die einen interessieren, ganz schnell in so ein Archiv reinspielen Ja. kann und Ja, dann auch ja. mit vielen Möglichkeiten, das mit anderen zu teilen. Und ich denke, Eben. wäre ein sehr schönes Tool, um es auch mal in irgendeiner Woche auszuprobieren, um mal zu sagen, okay, Ja. wir wollen mal zum Thema Big Data in HR Dinge einfach festhalten, was wir so im Netz finden zum Beispiel. Ne? Ja, also wenn das gewünscht ist, kann ich gerne mal zu den Tools in meiner persönlichen Lernumgebung auch einen Post schreiben. Dann würde ich dazu mal einen Blogbeitrag schreiben auch. Ja, also ich überlege mal gerade, also wir haben ja auch noch kein richtiges Gefühl, wie präsent diese Tools bei allen sind und werden Ja. uns da sicher auch über die nächsten Wochen so ein bisschen herantasten an die Sachen, die wir standardmäßig nutzen werden, wie Twitter zum Beispiel. Und dann gibt es ja ganz, ganz vieles, was sowieso Eben, ja. so ein Netzwerk drumherum auch an Tools, Ja. Die der eine dann gut nutzen kann und der andere sagt, nee, ich schaue lieber ein bisschen weiter. Ja. Vielleicht noch zum Thema Zeit. Die Tools sind die eine Sache. Hast du dir da so ein bestimmtes Ziel gesetzt im Sinne von, so viel Zeit will ich jetzt in der Woche oder am Tag oder im Monat in diesen MOOC investieren? Ja, also ihr habt ja als Vorschlag 4 Stunden gemacht. Ich werde versuchen, die zu investieren, vielleicht sogar auch manchmal mehr. Aber letztlich hängt es auch von anderen Projekten ein wenig ab. Und es gibt schon auch Themen, die, sagen wir mal, dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Also ich habe mir auch vorgestellt, in einem Working Out Loud Circle mitzumachen. Und auch da werde ich ein bisschen Zeit investieren. Insofern, ja, ich werde versuchen, tatsächlich mal so 2 halbe Tage mitzuinvestieren. Das wird nicht immer gelingen. Also das ist zumindest meine Planung erstmal. Wie weit das gelingt, hängt dann letztlich auch vom aktuellen Tagesgeschäft ab. Ja, also die 4 Stunden sind auch immer so ein Vorschlag, Ja. um sich nicht zu verlieren. Das kann man natürlich reduzieren. Und wir haben ja auch den großen Vorteil, dass wir uns hier nicht so in einem Curriculum entlang arbeiten, das dann über Tests zu dem Zertifikat führt, wo es dann wirklich problematisch ist, wenn einem die Woche 3 oder 5 fehlen. Ja, Gott es sei ist Dank. Ja, wir sind ja eher auf der anderen Seite. Es ist völlig unproblematisch, wenn Ja. mal eine Woche fehlt, weil in der Regel sind das ja so kleine Einheiten mit den Unternehmen, die da auch losgelöst voneinander bearbeitet werden können. Ne? Ja, und das Schöne ist ja, man kann ja im Grunde genommen alles asynchron auch
nachlesen, Später nacharbeiten, noch, wenn man ganz genau, möchte. ja. Das kann man im halben Jahr noch nacharbeiten. Ne? Genau. Wo liegen so aus deiner Sicht die, jetzt auch mit Blick auf die vergangenen MOOCs, an denen du teilgenommen hast, wo liegen da so die größten Herausforderungen? Vielleicht neben dem Zeitbudget, das ist ja so für alle immer so eine Hürde. Ja, also es ist schon so, dass man selbst mit diesem Zeitbudget einfach versuchen Ja. muss, für sich das Beste rauszuholen. Und da braucht man nicht in irgendeine Panik verfallen, sondern man nimmt einfach die Dinge, wo man sagt, das sind jetzt meine Tools, die verwende ich gerne, da kenne ich mich schon mit aus, da lese ich was nach, da gucke ich mir ein Video an oder jetzt gibt es auch ein Podcast-Angebot, vielleicht nehme ich auch den Podcast. Also einfach die Tools seiner Wahl nehmen. Und dann darauf vertrauen, dass einen das wirklich findet, was einen wirklich interessiert. Ansonsten kann es wirklich auch nachher noch gefunden werden. Also ich glaube, da kann jeder auch ganz beruhigt sein. Selbst in einem C-MOOC, von dem man das ja vielleicht nicht annehmen würde, findet man nachher die Dinge auch noch wieder. Also insofern ist die größte Herausforderung vielleicht die Selbstdisziplin. Und insofern, ja, ich darf mich selber eben auch dazu motivieren. Und ich finde, die Themen, die ihr da eingebracht habt, die sind sehr motivierend und auch die Teilnehmer jetzt mit einbringen, Teilnehmer und Teilgeber. Und insofern passen viele Dinge auch zurzeit gerade in meine Arbeitswelt rein. Werde ich da durchaus auch einfach eine hohe Motivation mitbringen, schon um eben Dinge auch durch diese Vernetzung weiterzutragen, nicht? Und trotzdem ist es neben dem Tagesgeschäft, und das geht sicher vielen so, die jetzt sagen, ja, der hat gut reden, nicht? Ja, 4 Stunden und nochmal 4 Stunden. Ja, und es muss ja auch nicht jede Woche sein, nicht? Und wie gesagt, die Dinge sind asynchron zur Verfügung. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn man jetzt in so einem Szenario dann einfach mal für sich selber die Herausforderung annimmt und durchaus ein neues Tool kennenlernt, wo man sagt, Mensch, da reden immer alle drüber, und dann darf man das einfach auch mal ausprobieren. Und dann kann ich nur empfehlen, letztlich auch mal die Teilnehmer und Teilgeber dort zu fragen, nicht? Also das Lernen fängt mit dem Fragen an. Und ich glaube, wir haben so viele Fachleute hier on board, die einem das gerne beantworten. Also kann ich nur alle ermutigen, auch einfach Fragen zu stellen. Jetzt habe ich auch schon gesehen, dass sich dein Blogpost in Sachen Tools fast erledigt hat, weil Ah, schön. ja, es gab schon den Hinweis, wie hieß das, oder die Frage, wie hieß das Social Bookmarking Tool? Und Ja, ein ja. Kollege hat schon reingeschrieben, Digo hieß das, also mit Doppel-I, und Ja, genau, da stehen genau. schon Schön. viele Hinweise, die wir vorhin genau schon kurz Deshalb gegeben Fragen ist das hatten. Beste. Ja, ganz genau. So Ja, genau. Und funktioniert Lernen. jetzt sag mal, mit Blick auf die letzten MOOCs, gab es da irgendwo so Erlebnisse, Erfahrungen, die bei dir hängen geblieben sind? So Dinge, mit denen du weiterarbeiten konntest oder wo du gedacht hast, ah, es war doch gut, daran teilgenommen zu haben, das habe ich weiter nutzen können. Ja, gab es immer wieder in vielen Details. Okay. Was ich aber, sagen wir mal, besonders erwähnenswert finde, wo ich so meinen ersten Aha-Effekt hatte und den immer wieder dann im Anschluss auch hatte, war eigentlich, wenn man also Teilnehmer in so einem Szenario kennenlernt, sei es jetzt in der Lerngruppe, sei es durch sein Verhalten in der Response, an der Teilnahme und so weiter. Und man trifft den dann anschließend im realen Leben. Dann finde ich das faszinierend, welches Gefühl das bei einem hervorruft. Nämlich, dass man denkt, Mensch, den kennst du ja schon lange und den kannst du ja mal ansprechen. Der hat ja insbesondere dieses oder jenes dazu beigetragen. Und das finde ich faszinierend. Deshalb finde ich es auch gut, dass ihr am Anschluss da auch eine Möglichkeit habt, jetzt zum Beispiel beim Corporate Learning Camp sich persönlich kennenzulernen. Und ich habe auch gesehen, viele dieser Lerngruppen haben gesagt, sie möchten sich persönlich treffen und so weiter. Und wie gesagt, ich finde dieses Aha-Erlebnis, wow, den kennst du schon, obwohl ich ihn nur virtuell erst kennengelernt habe, den finde ich bei diesen MOOCs immer fantastisch.
Ja, ich kann das auch nur bestätigen. Wir hatten beim letzten MOOC sehr oft den, ich hatte beim letzten MOOC sehr oft den Effekt, dass also 2015 und dann in den nächsten Monaten sehr oft Menschen da waren oder Kollegen da waren in Sitzungen, die dann irgendwann sagten, ich habe übrigens auch daran teilgenommen an diesem MOOC. Wo ich dann aber spontan dachte, ach schade, das habe ich gar nicht gewusst oder Ja, das kriegt man dann ja nicht unbedingt ja, mit. den Kreis hätte man vielleicht irgendwie schließen können, um nicht erst jetzt nach einem Jahr vielleicht davon zu hören, sondern da schneller mal ein Feedback zu bekommen oder mal die Erfahrungen auszutauschen, weil viele haben ja dann oft irgendwas auf dem Herzen oder merken auch was im MOOC oder denen hat das gut gefallen oder nicht Ja, gefallen, genau. aber da fehlt oft so ein bisschen die Feedback-Schleifen. Und ich denke, das ist ja auch so ein Grund, und jetzt versuche ich auch mal für meine Mitstreiter hier zu sprechen, dass wir diese ganz vielen Pfade legen zu den Tools und zu den Vernetzungen, gerade um diesen Abstand irgendwie zu verkleinern oder vielleicht erst gar nicht aufkommen zu lassen, dass man nach 2, 3 Jahren merkt, da war man ja in einem Kurs drinne und ja, schade. Ja, das Vor stimmt. allem, wenn man dann noch denn in einer Region lebt, also wo man sich mal schnell hätte austauschen können und was du gerade angesprochen hast, also diese Möglichkeiten, sich mal zu treffen oder so. Ja, genau. Also noch schlimmer wird es ja dann, wenn ich den Kreis noch schließen darf, wenn dann Kollegen im Unternehmen merken, dass sie zusammen an einem MOOC teilgenommen haben, aber das nicht voneinander wussten. So, das kann ja bei den großen Unternehmen durchaus der Fall sein. Ja, aber da habe ich jetzt auch schon von 2 oder 3 gehört, dass sie das wirklich versuchen, auch im Unternehmen zu organisieren. Also Und das habe ich von, gesehen bei den Lerngruppen auch. Ja, das ich machen sie glaube, auch genau, da schon. gab es auch Hinweise und ich habe jetzt mit einigen Kollegen auch telefoniert, die dann meinten, ja, ich werde mal rumfragen. Also um genau da sicherzustellen, dass nicht zufällig 2 Kollegen da in 2 Ecken eines Unternehmens sitzen und am selben MOOC teilnehmen und es nicht voneinander wissen. Ja, genau. Und da haben die ja in der Regel auch schon eine gute Infrastruktur. Wenn ich dann denke daran, dass viele das Enterprise Social Network verwenden, sei es jetzt Yammer, Genau. was ihr auch mit angeboten habt, oder andere. Und da bietet sich das ja förmlich an, dann auch gemeinsam in Lerngruppen teilzunehmen. Ja. Volkmar, an der Stelle ein herzliches Danke schon mal. Jetzt gucke ich noch mal hier in den Chat, oder würde einfach die Teilnehmer ermuntern, wenn sie Fragen an dich haben oder Fragen zu MOOC generell, dann wäre das jetzt die Gelegenheit, sie kurz in den Chat zu schreiben. Oder wenn du es geschafft hast, irgendwie ans Mikro zu kommen, dann schaffen das andere vielleicht auch. Das glaube ich. Deswegen mache ich mal so eine kleine Pause, gucke mal kurz in den Chat auch, oder Volkmar, hast du mit einem Auge da mal eine Frage entdecken können, die jetzt über die Tools hinausging? Oder Ja, ich guck ich mal, ich scroll da gerade durch. scrolle, ja, genau, wir machen das mal parallel. Ansonsten können auch Teilnehmer gerne hier das Scrollen unterbrechen. Nee. Nö, so aktuell. Die haben sich schon selbst geholfen, genau wie es sein soll. Ja, genau. Jeserka ist da sehr aktiv und beantwortet Ja, alle Fragen super. oder liefert weitere Informationen. Sehr schön. Also dann herzliches Dank. Also lass uns den Kreis gerne nochmal schließen, vielleicht so bei Halbzeit des MOOCs oder so. Oder Gerne, ja. ne? Ansonsten wissen wir jetzt, wo es dich gibt. Also nämlich auf Twitter. Dein Account ist dann wahrscheinlich auch Volkmar Langer, nee, V Langer oder so, ne? Oder? Folgt mal da. Folgt mal Volkmar. da. Also herzlichen Dank. Jetzt Gerne. würde ich versuchen, mal den Kreis zu schließen zur Laura Cézanne, wenn die da ist und vielleicht kurz Hallo sagt. Wir haben ihre Slides ja schon im Hintergrund. Also die könnte ich. Laura Cézanne, da anwesend. Vielleicht kurz eine Nachricht. Sie hatte vorhin mal Schwierigkeiten, in den MOOC reinzukommen, Entschuldigung, in die Skype-Session reinzukommen. Von daher weiß ich nicht genau, ob das noch der aktuelle Stand ist oder ob ihr mittlerweile geholfen werden konnte oder sie sich selbst helfen konnte. Jürgen? Jetzt. Ja. Also ich sehe sie nicht. Ich glaube, sie hat es mal versucht. Also von Merck aus geht es wohl nicht. Die haben die externen Skype for Business Zugänge wohl nicht zugelassen. Und jetzt glaube ich, versucht es über die normale, über das Internet. Ich Ja, sehe sie aber noch nicht. Also sie ist okay. noch nicht da. Jetzt haben wir natürlich hier so ein kleines dramaturgisches Loch, weil sie wäre jetzt der schöne Übergang gewesen zur nächsten Woche.
Ich kann schon mal auf die beiden Termine hinweisen. Also es wird dann idealerweise immer so im Wochenrhythmus weitergehen. Also wer jetzt letzten Montag um 13 Uhr dabei war, montags 13 Uhr, ist angedacht, dass wir immer den Start in die jeweilige Kurswoche haben. Also dann gibt es wieder eine Session mit Merck, in denen die Kollegen dann sicher etwas ausführlicher erzählen über sich und über das Thema der Woche und über die Aufgaben und Aktivitäten, die sie so geplant haben. Und Freitag 13 Uhr wäre dann auch wieder der Abschluss und das sind so die beiden Eckpfeiler, die wir mit den gastgebenden Unternehmen organisiert haben. Dazwischen ist das Spielfeld offen und ob es dann eine weitere Session gibt, ob dann die Aktivitäten auf einem der Plattformen stattfinden, wie die Aufgaben aussehen, das sollte so ein bisschen Thema des Montags sein. Wir werden montags um 7 Uhr, ist glaube ich jetzt mal so von der technischen Seite her angedacht, die Materialien und weitere Infos zur jeweiligen Woche freischalten. Also wenn es die gibt, dann einfach mal früh morgens einen Blick drauf werfen. Damit kann man sich schon so ein bisschen mal aufwärmen für die Session dann um 13 Uhr. Ansonsten gucke ich jetzt gerade noch mal, ob sie, na, ich glaube, sie hat es nicht geschafft. Ich sehe sie jetzt auch gerade nicht unter den Teilnehmern. Ich kann ja mal im Hintergrund die Folien von ihr zeigen. Sie hat uns so ein paar Infos nämlich schon zugeschickt. Die sind nämlich angekommen. Also das wäre das, was die Laura Cézanne hätte zeigen wollen. Jetzt höre ich gerade noch so ein bisschen knistern, aber das ist sie, glaube ich, nicht. Genau, also ich blätter einfach mal so ganz vorsichtig durch. Vielleicht springt sie noch in das Blättern rein. Ansonsten bitte ich dann wirklich bis zum Montag zu warten. Also das Thema, ich springe noch mal kurz hier zurück, oder nein, hier, das ist dann die kurze Vorstellung, die Unternehmensstrategie, genau, und das habe ich jetzt gesucht. Also das Thema wird sein, wie die beiden Bereiche Weiterbildung und Innovation Center. Und da gibt es ja jetzt sehr viele in sehr vielen Unternehmen, also in den großen sowieso, in den KMUs auch, Bereiche, die Innovation oder mit ähnlichen Begriffen arbeiten, wie die zusammenarbeiten, also beziehungsweise ob die Weiterbildung, das wäre vielleicht so ein Szenario, sich auf das formale Lernen konzentriert und alles das, was jetzt vielleicht auch in Richtung C-MOOCs oder in Richtung Innovations- und Kreativprozesse angeht, im Bereich, in der Aufgabe, in der Verantwortung eines neuen Bereichs ist, der dann Innovation Center heißt, der dann vielleicht Digital Workplace heißt, der dann vielleicht irgendetwas mit Kreativität heißt, beziehungsweise ob es dort eine Verschmelzung gibt, also ob auch die klassische Weiterbildung mit Themen wie Agilität, mit Design Thinking und so weiter zu tun hat. Ich hoffe mal, dass ich da jetzt so ein bisschen richtig interpretiert habe, was dahinter steckt. Ansonsten wären das Themen, die ich dann reinwerfe in die jeweilige Woche. Also ich schließe hier nochmal den Kreis so ein bisschen. Genau, da sehen Sie nochmal die Gastgeber der nächsten Woche. Oder seht ihr nochmal die Gastgeber der nächsten Woche, die ist jetzt leider hier aus welchen Gründen auch immer nicht reingeschafft hat in diese Session. Ich hoffe, das wird am Montag dann besser klappen. Ja, das ist so der Punkt. Den Termin habe ich jetzt genannt. Montag um 13 Uhr. Wir haben nächste Woche auch noch den Termin mit dem Nils Pfleging. Also einfach bitte mal auf die Webseite gucken. Wege in die digitale Zukunft heißt es. Der findet in Frankfurt statt. Da kann man auch in Frankfurt teilnehmen, also wenn man hier aus der Region ist. Ansonsten wird er, glaube ich, auch übertragen und wir werden ihn einbinden. Da geht es auch so um die Verbindung von HR und welche Rolle HR spielt im Rahmen der digitalen Transformation, im Rahmen der Digitalisierung. Also das, denke ich, wird auch ganz spannend sein. Und wir haben es halt reingenommen, weil das sehr schön zur laufenden Agenda passt. So, jetzt gucke ich mal in die Runde. Gibt es noch Fragen? Gibt es noch Dinge, die jetzt vielleicht nach dieser ersten Woche so bei euch liegen geblieben sind, die ihr noch nicht loswerden konntet, wo ihr ein großes Fragezeichen habt? Dann wäre das vielleicht jetzt eine Gelegenheit, kurz was zu sagen oder den Chat zu nutzen.
Ich höre so ein bisschen Rauschen, aber ich Nichts stimmt. vermute mal, na, der Joachim, den ich gar nicht mehr da vermutet hätte. Ah ja, die Charlotte ergänzt nochmal, dass der Vortrag übertragen wird von Nils Pflegin, genau, wie ich gerade gesagt habe. Einfach eine kleine E-Mail an die Mailadresse, die ihr im Chat seht, schicken, dann habt ihr auch die Option, wenn ich es richtig verstehe, auch in Frankfurt noch dabei zu sein. Gut, wenn es keine Fragen gibt, dann bin ich fast versucht, ein schönes Wochenende zu wünschen. Ihr habt natürlich auch die anderen Kanäle noch als Blogpost oder wie auch immer, um die Fragen, die jetzt noch oder Anmerkungen, die jetzt noch im Raum stehen, loszuwerden. Ansonsten freue ich mich, also die Seite wird freigeschaltet, genau, Joachim, das hatte ich gesagt. So, ich glaube, 7 Uhr war der Zeitpunkt, also frühmorgens, Punkt. Ansonsten bitte guckt einfach auf die Seite, was dann kommt, genau. Aber jetzt will ich auch das Ende nicht länger hinauszögern. Ich wünsche ein schönes Wochenende, freue mich auf rege Teilnahme dann Montag 13 Uhr. Ich denke, da werden wir wieder einige neue Teilnehmer da haben. Und ansonsten, ja, schönes Wochenende. Vom Wetter her soll es ja durchwachsen sein, zumindest hier in Frankfurt. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Und auf ein frohes Gelingen in der nächsten Woche und im weiteren Kursverlauf. Macht es gut, und bis dann. So.